Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Gesetzentwurf mit päpstlichem Segen sozusagen, wie der Herr Kollege Buchholz bemerkt hat, hatten wir, glaube ich, in diesem Hause auch noch nicht. Meine Damen und Herren, der Klimaschutz ist neben der Versorgungssicherheit und der Bezahlbarkeit eines der wichtigsten Ziele der Energiepolitik der Koalition und nicht nur der Koalition, auch andernorts. Die Europäische Union hat daher vor 10 Jahren mit dem Emissionshandelssystem ein wirksames Instrument eingesetzt zur Begrenzung der CO2-Emissionen. Auf Bundesebene steht in den nächsten Jahren die Ausweitung des Emissionshandels an auf die Bereiche Wärme und Mobilität. Und außerdem muss der Emissionshandel natürlich auch schrittweise internationalisiert werden. Damit ist eine Europäisierung der Klimaschutzpolitik vorgenommen worden. Klimaschutz ist also seitdem nicht mehr allein jetzt auf Kiezebene möglich, auch nicht mehr allein auf nationaler Ebene. Das heißt nun aber nicht, dass wir auf der Berliner Ebene gar nichts machen können. Im Gegenteil. Es gibt viele interessante und überfällige Ansätze in den Bereichen Wärme und Mobilität. Die CDU-Fraktion begrüßt daher ausdrücklich die Vorlage des Energiewendegesetzes durch den Senat. Das vorliegende Gesetz ist ein Rahmengesetz, darauf ist schon hingewiesen worden. Das heißt, es formuliert im Wesentlichen Ziele für die zu erreichenden CO2-Einsparungen und definiert einen Rahmen für die Erarbeitung, für die Umsetzung und auch für die Kontrolle einer Vielzahl von Maßnahmen, ohne dass alle diese Maßnahmen bereits im Detail im Gesetz festgeschrieben werden können. Dazu sind viele dieser Maßnahmen einfach zu kleinteilig. Diese Maßnahmen werden im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm festgelegt. Und wir werden natürlich in den Gesetzesberatungen im Ausschuss auch über dieses BEK sprechen und auch darüber, lieber Herr Senator Geisel, wie die Einbeziehung des Abgeordnetenhauses sichergestellt werden kann bei diesem BEK-Prozess. Wir werden auch sicherlich noch über eine Reihe von Einzelheiten im Gesetzentwurf sprechen, die noch nicht hundertprozentig optimal sind. Besonders gut gefällt mir im Gesetzentwurf der Punkt Vorbildwirkung der öffentlichen Hand. Dieser Entwurf unterscheidet sich damit wohltuend von früheren Entwürfen früherer Senate, wo vor allem Zwangsmaßnahmen in Richtung der Bürger im Vordergrund standen. Das wollen wir nicht. Wir wissen, dass die Energiewende nicht von oben herab umgesetzt werden kann, sondern dass wir die Bürgerinnen und Bürger hierbei brauchen. Wir sind auf die Mitarbeit der Verbraucher, der Mieter, Hauseigentümer und so weiter angewiesen. Diese Mitarbeit erreichen wir aber nur dann, wenn der Staat auch mit gutem Beispiel vorausgeht, zum Beispiel im Bereich seiner eigenen Immobilien. Dies ist die Intention des vorliegenden Gesetzes und damit der richtige Weg, beim Klimaschutz voranzukommen. Vielen Dank.